So, heute war das zweite individuelle Rennen der Saison. Wie ist der gegangen, Toni? Ja, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle heute gehabt. Vom Start weg habe ich ganz schön viel leiden müssen. Das Tempo war unglaublich hoch. Es war eigentlich wie in einem Vertical drin, aber es waren halt nicht 600 Höhenmeter, sondern 1800 Höhenmeter. Bin dann, glaube ich, als 10. in die erste Abfahrt gegangen, habe dann in der Abfahrt einiges gut machen können. Habe aber einfach gemerkt, dass ich heute einfach nicht die Füße habe, dass ich ums Podium mitlaufe. Aber wenn ich ehrlich bin, bin ich zufrieden mit meinem 9. Platz heute. Gerade mit den Zeitabständen und wenn ich schaue, Matteo Idalin, der was hinter mir ist, der was letztes Jahr einen Gesamtweltcup im Individual gewonnen hat, glaube ich, zeigt, dass die Dichte in dem Sport extrem hoch ist. Kilian Jani, der war, glaube ich, 4. mit einer Minute Vorsprung. Und eine Minute hast du gleich einmal verloren. Im Endeffekt haben es 12 Wechsel. Wenn du da mal ein bisschen murkst, dann drückst du die Sekunden schon drauf. Und ich glaube, dass ich zufrieden sein kann. Jetzt schaue ich weiter auf morgen. Vertical mit Sicherheit ein bisschen so meine Paradedisziplin. Und ja, aber im Großen und Ganzen war es ein schöner Tag. Richtig coole Strecke technisch. Und ja, war cool. Toni, du hast morgen die Möglichkeit, den Vertical-Gesamtweltcup zu gewinnen. Wie schaut es da aus? Wer sind die Hauptkonkurrenten? Und, ja, klar, also mein Freilich, jetzt habe ich 2 Weltcup-Siege heuer schon feiern dürfen. Ich mag aber ehrlich gesagt nicht viel rechnen. Was ich werden muss, was die anderen für Platzierung schaffen müssen, dass wir ihn überholen. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich stehe einfach morgen am Start. Start Nummer 1 beflügelt mich eigentlich immer. Und ich glaube, wenn mein Ziel ist, haben wir vielleicht einen Grund, dass wir feiern. Das war meine erste große Kugel dann in einer Einzeldisziplin. Das darf mich wahnsinnig freuen. Aber wie gesagt, morgen ist ein neuer Tag. Vielleicht geht es morgen besser. Ich denke sogar, dass es morgen besser geht. Das war mit Sicherheit ein bisschen ein Freiputzer. Und gerade noch mein Sturz letzte Woche da bei der Deutschen Meisterschaft haben wir natürlich alle ein bisschen ein komisches Gefühl in die Abfahrten. Mein Knack ist alle noch nicht so 100% gut und ich glaube, dass morgen schon besser laufen kann. Super, dann packen wir. Danke. Danke, Toni.